Und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge der Long Dark Episode 4. Wir sind mit Mackenzie unterwegs und haben uns ja gestern für den kleinen Umweg entschieden, der Geschichte mit dem besonders aggressiven Wolf nachzugehen. Das haben wir gemacht, haben dabei ein paar Sachen noch entdeckt, die Maurerzuflucht, die Höhle hier oben und naja, das Versteck haben wir auch gefunden. Und sind wieder zurück bis zur Vorarbeiterlichtung im Wohnwagen und haben ja gesagt, heute ist das Ziel, direkt auf kurzem Weg zum Kraftwerk zurückzugehen, beziehungsweise zum Gefängnis zurückzugehen und die Mission, das Kraftwerk abzuschließen. Ich habe zwischendurch geschlafen, habe den Mackenzie gestärkt, habe auch noch ein bisschen seine Ausrüstung repariert. Das habe ich diesmal offscreen gemacht, sodass wir heute direkt starten können. Und das machen wir auch. Der kürzeste Weg müsste hier diese Richtung sein. Das sieht gut aus. Mal sehen, ob wir hier wieder irgendwie dem Wolf begegnen. Wie gesagt, die Ausrüstung ist... Aha. Sortiert. Okay. Kommst du hier hoch? Das war ein Volltreffer. Das auch. Und der dritte läuft da unten. Uiuiui. Viele Wölfe. Da ist er. Ich höre immer noch Knurren und Zähne fletschen. Aber ich kann es gerade nicht 100% einordnen. Da ist er. Gut. Gute Entscheidung, Wolf. Gute Entscheidung. Keine gute Entscheidung. Davon ist nochmal ein Wolf. Gut, alles aufgesammelt, kann es weitergehen. Jetzt habe ich ihn aus den Augen verloren. Das macht aber nichts. Da ist er. Kommt aber aus großer Entfernung zu mir her, oder? Ich muss noch mal hier unter das Scheunendach. Ja, so eine Gewehrhülse, also so ein Gewehr geht auch gut, ne? Steck's mal wieder weg. Die Temperatur sinkt immer noch. Ach, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Was hast du denn hier drin? Okay, weißt du, was ich jetzt erstmal wegpacke? Die ganzen Hülsen, weil ich müsste auch hier die Revolverhülsen haben. Brauche ich jetzt ja alle nicht mehr. Gut. Ich dachte, die Temperatur kriege ich hier vielleicht ein bisschen nach oben, ohne ein Feuer zu machen. Wo geht's denn als nächstes lang übers freie Feld? Ach, müssen wir doch ein Feuer machen.
Da nehmen wir Brandbeschleuniger. Brauchst du noch Wasser? Kannst ja mal die Chance nutzen und Wasser machen. Nicht Wasser lassen, sondern Wasser machen. Brauche ich die Dose? Wie viele Dosen hast du noch? Da hast genug Dosen, brauchst du nicht, ne? Du könntest dir die Pfirsiche warm machen. Oder das Fleisch, aber das brauchst du jetzt gerade alles nicht. Weil du bist gut gestärkt. Bist gut dabei. Mitten werden. Temperatur stimmt auch wieder. Feuertonne wäre zwar noch ein bisschen aktiv, aber warum sollen wir es ja unnötig hinauszögern? Ja, Wolf, das war's für dich. Inzwischen darf da gar kein Wolf mehr hier leben, hä? So viele Wölfe getötet? Oh wei, wei, wenn das die Naturschützer erfahren. Ist der richtige Weg? Irgendwo muss doch hier zwischen, da ist die Brücke, genau. Naja, da gehen wir durch. Bin noch so unentschlossen, ob ich jetzt zu dem Mattis zurückgehen kann mit voller Ausrüstung. Oder ob ich das alles lieber ablege. Ich meine, storymäßig muss es weitergehen, egal für was ich mich jetzt entscheide. Da ist noch ein Wolf. Und der letzte lebende Wolf wahrscheinlich auf der ganzen Karte. Liegen mehr Wolfskadaver als Rehkadaver hier rum. Das ist aber auch in dieser Episode. Wie viele Krähenfedern hast du? Wo sind sie denn? Hier. Zwei, da kannst du ja nicht mal einen Pfeil bauen. Einen Bogen habe ich gar nie gebraucht, oder? Wäre natürlich auch eine Möglichkeit gegen Wölfe gewesen, weiß ich aber nicht, wie effektiv. Einen Bogen ist, glaube ich, zum Jagen ganz gut für Rehe. So, da ist das Black Rock Gefängnis. Irgendwo heulen immer noch Wölfe. Warst du eigentlich hier unten schon mal drinne? In dem Gebiet? Nein. Ich werde wohl meine Ausrüstung ablegen, zumindest einen Teil davon.
wenn ich das jetzt blockiert habe, warum sollte er mich dann nochmal rauslassen? Ich muss ja an den Koffer rankommen. Da wird er sich wohl kaum sagen, hey, schön, dass du zurück bist. Hm, dumm gelaufen, ich schicke dich nochmal los, repariere nochmal was. Wird er ja wohl kaum machen, oder? In dem Spind habe ich schon ein bisschen was reingeräumt. Das nützt mir jetzt erstmal nicht. Was ich auf Haufen Schießpulver habe, was soll ich denn damit? Mit einer Dose Schießpulver kann ich 5 Krachmacher bauen. Hätte ich schon mal viel eher machen sollen. So, was haben wir denn noch? Die Krachmacher haben wir. Landmüll brauchen wir auch nicht in diesen Mengen. So viele Mützen sehe ich gerade. So, jetzt bräuchte ich einen Schrank. Wie viel passt denn dort rein? 15 Kilo, alles klar. Weil die Krähenfedern, ich fange jetzt nicht mehr an zu bauen. Brauchst du Verbände? Hm. Kann ich das so tun? Nee. Alles einlagern? Geht auch nie. Da müssen wir es in kleinen Schritten machen. Ach, ist voll. Ist jetzt schon voll? Ich habe jetzt... Ach Gott. Jetzt schon 15 Kilo da drinnen. Ne, warte mal, dann nehmen wir das so. Nunu. Wie viel passt denn hier rein? 45 Kilo. Das passt schon eher. Hast du auch 2 davon? Da brauchst du doch... Naja, egal. Und Klamotten. Leg mal alles, was du später noch haben willst, in den Schrank. Welche Mütze ist denn besser? Du so tun. Du frierst, oder? Macht nix. Lauf, Forest, lauf. Uhu, ich bin's. You're still alive. Shit. Looks like I lost that bet. Any luck with the job Mattis gave you? I made it to the power plant. The whole place is dead. Nothing obvious to be done to get it running again. Too bad. Mattis will be disappointed. Well, back in your cage, Doug. War keine schlechte Entscheidung, die Klamotten wegzuräumen und die ganzen Waffen. Yep, I'm here. Any luck at the power plant? If by luck you mean I managed to not get the power back up and running, then yeah, you could say I had some luck. You found them, didn't you? Whoever's out there messing up Mathis's plans? Not really, but I spoke to them again. Whoever they are, they really don't like Donner. Well then, we have to do whatever we can to help them. Okay.
But how? Just keep doing what you're doing. We have to find a way to slow Mathis down. A little hard to do that from inside a cell. Maybe not. Quick, get back. Well, well. Look what my guys found while investigating the old parts of the prison. Someone is seriously fucking with me. Someone who clearly knows more about this prison than they should. Knew exactly what to sabotage to keep us from getting into solitary. You know anything about this, Pilot? I have no idea what that is. Sure, I figured as much. Whoever did this took a big risk and went through a lot of effort. For nothing. We found another way in. A big-ass key that will unlock the door to solitary, or any other door we want. It's called dynamite. Damn it, Mathis, haven't you done enough to my prison? Shut your mouth! I'll deal with you later. Listen, Pilot, it's time to get back to work. What now? Detonators. Can't do shit with this dynamite unless we find detonators. Since we found the dynamite in one of the machine sheds, the detonators should be around somewhere. Of course, we can't find them. So, I'll probably have to go a few more rounds with my friend the Warden here to find out where they are. You just sit tight, and I'll tell you when I'm done. You may want to plug your ears. Now, listen, Mathis, there's no need for that. Come on, Warden. Don't ruin my fun. The detonators. That dynamite is old. We kept it in storage because we didn't have a safe way to get it back to the mainland. That's a nice story. Wait, wait. But I know where you can find some. I'm listening. Old mine, in the hills, just above the prison. It was shut down suddenly for safety reasons after the quakes, but most of the gear was left up there. I bet there are some detonator caps up there. Interesting. You heard the man. Get going. Yeah, Doc. Time to get back out there. Wait. Mathis, just leave him alone. I'll do it. I'll be quick. You better hurry up, Pilot. I think Mathis wants to let off some steam. Wait. Mathis. Und da steht er wieder vorm Gefängnis. Mitten in der Nacht im Schneesturm. Aufgabe: erreiche den Mineneingang. Überraschung. Karte. Da oben. Ja, hätten wir vorher wissen müssen, da hätten wir uns den einen Umweg sparen können. Das macht aber nichts. Jetzt müssen wir wohl oder übel nochmal da hoch. Wir kennen jetzt den Weg. Wir wissen, Bauernhof, Vorarbeiter, Lichtung. Ich weiß gar nicht, ob wir hier hochkommen. Runter sind wir gekommen. Notfalls über die Maurerzuflucht kommen wir dann hier hoch. Hier ist nochmal eine Höhle. Ja, unsere Ausrüstung haben wir zum Glück abgelegt. Die sammeln wir uns hier wieder auf. Und wir könnten natürlich die Straftäterverstecke hier nochmal abgrasen. Zumindest das eine. Das liegt fast auf dem Weg. Gut. Dann im Laufschritt hinüber, bevor wir erfroren sind. Oh Gott, man sieht gar nichts. Halt. Hier hin. Wie? Geh mal in die Tür rein. Geh mal rein da. Oh. Sehr gut, der ist immer noch kalt. Eieiei. Was hast du denn jetzt überhaupt an? Gar nichts mehr, bist komplett nackig. Das haben sie dir an Klamotten gelassen. Die Pelzmütze haben sie dir weggenommen.
Machen wir jetzt mal so. Was? Die Streichhölzer auf einmal her. Das alles weglegen. Jetzt müsstest du 0 Kilo haben, genau. Und dann hast du jetzt genau das, was du. I'm gonna have to leave something behind. Jo. Hör zu. Und dann zieh dich erstmal an. Bist angezogen. Die Klamotten sind nass, okay. Die Zünderreise zur Mine findet die Zünder für Mattis. Überraschung, die Aufgabe war zu erwarten. Nach dem Gespräch. Gut. Temperatur geht nach oben. Wie ist es zeitmäßig? Die Sonne geht bald auf. Das heißt, wir machen mal Folgendes. Wir schlafen nochmal 2 Stunden, 1 Stunde. Erstmal 1 Stunde. Ist es jetzt schon hell oder ist es nie hell? Es ist hell. Und dann laufen wir los. Ich sagte, ich könnte überlegen, ob ich das eine Versteck zumindest noch mit einsammle. Oder beide Verstecke. Das wäre ein großer Umweg. Wobei wir es heute sowieso nicht mal bis zur Mine hoch schaffen. Ne? Das ist ja mal klar. Wenn wir uns jetzt die 2 Verstecke noch holen und dann uns auf den Weg zur Mine machen, dann können wir wieder dort irgendwo in einer der Hütte pausieren. Man könnte sogar rennen. So langsam gehen mir auch die Möglichkeiten aus, Nahrung zu finden, außer ich fange ja an, jeden Wolf, den ich versehentlich töte, auch auszunehmen. Und dann zu braten, was auch immer Zeit kostet. Deshalb muss ich mit meiner Energie auch ein bisschen sparsam sein. Aber ich glaube, wir haben gut aussortiert. Haben kaum noch Gewicht, da ist der Wolf. Kein Wolf mehr da. Doch, da drüben läuft noch einer. Ja, das meine ich. Wir könnten den Wolf jetzt zerlegen. Das dauert aber jedes Mal relativ lange. Zumal wir ihn ja anschließend auch noch braten müssen. Wo müssen wir denn hin? Die Straße rum um die Ecke. Auf dem richtigen Weg, ja. Ich laufe mal hier oben lang, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass es nicht so leicht zu finden sein wird, indem es ganz unten ist. Kannst du erstmal wegstecken?
Okay, möglicherweise ist es nicht hier zu finden. Wahrscheinlich eher da oben irgendwo. Ach Gott. Kommen wir mit dem Baum da hoch? Nö, ne. Blub. Runtergefallen. Ne. Kommen wir nie hoch. Okay, dann müssen wir irgendwo dort oben lang. Die Lampe kannst du jetzt erstmal wieder wegstecken. Denn hier unten wird es ja kaum sein. Wenn ich schaue, wo wir sind hier, wir müssen darüber. Okay. Hat man oben lang gemusst. Interessiert uns jetzt nicht mehr aktuell. Abgehakt. Geht weiter in Richtung Brücke. Und dann Mine. Da läuft der Wolf. Hat sich ein Kaninchen geholt, so wie es klang. Sehr leichte Beute mit dem Gewehr. Aber wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Muss irgendwo die Brücke sein. Ja. Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Sag mal wieder weg, die Waffe. Weiß nicht, ob es Auswirkungen auf die Laufgeschwindigkeit hat, aber wenn, dann ist die Auswirkung, mit gezogener Waffe zu gehen, lang eher negativ. Da hat man auch schon die Wölfe stark dezimiert. Ja, hätte man wissen müssen, dass es uns nochmal da hochschickt. Wie gesagt, hätten wir uns den Weg einmal sparen können. Gut, das hat uns eine Folge gekostet, das ist unterschaubar. Da gehen wir jetzt nicht rein, da braucht man nichts drin. Gehe ich gleich gerade durch. Da hoch. Okay. Wieder ein Timberwolf-Rüdel in die Flucht geschlagen. Ja, das war nie der Plan. Oh, der Nachhall. Einen Wolf getötet. Solange wir genug Munition haben, ist das alles kein Problem. So wie sich das Rudel verhalten hat, hätte das aber auch mit dem Gewehr funktioniert. Auch erliegen, auch. Ach, das war das, wo ich vorhin auf dem Rückweg. Ach, da ist die Hütte.
ganz schlecht. Ganz schlecht daneben geschossen. Wo kommt denn der Wolf auf einmal her? Blutverlust. Ich gehe schnell in die Hütte rein. Da habe ich erstmal meine Ruhe. Und dann muss ich... Und wenn ich mich recht erinnere, genau, Infektionsrisiko, das müssen wir auch bekämpfen. Und damit ist mein Antiseptikum verbraucht. Ich weiß, dass ich mehr gefunden habe, aber ich weiß nicht, wo ich es liegen lassen habe. Oh, das war einmal zu viel gedrückt. Hier ist kein Behälter mit Antiseptikum. Die Kaffeedose kannst du mal hier hochstellen. Okay. Schmerztabletten und Antibiotikum. Da kannst du mal das Bessere nehmen. Schade. Gut, dann werden wir uns hier aufwärmen. Und die Klamotten was abbekommen. Diese Mütze, die Schuhe schon wieder. Ach, das ist aber auch ärgerlich. Die Klamotten kann ich reparieren, das ist nächstes Thema. Bei den Schuhen hatte ich doch am Anfang auch viele Schuhe gefunden, die ich stehen lassen habe, ne? War dem nicht so? Wieso hat er die jetzt so rumsortiert? Eigentlich sollte doch das außen haben. Irgendwie die Reihenfolge vertauscht. Oder ist es bei den Teilen egal? Ist es bloß bei denen, die wirklich außen liegen? Nicht egal. Dann würde das ja bedeuten, dass hier nur die Temperatur zählt und nicht die Schutzmechanismen. Das sagt dann Schutz 25%, 8%. 2 und 18, 10, 13, 16, 16, 7 wäre bei 23, 23 und 5 wäre bei 28, also eine 3, der wahrscheinlich nicht. Okay, das könnte sein, dass immer bloß die äußere Schicht. Alles klar. Gut. Ja, wie gesagt, wir wärmen uns hier noch ein bisschen auf, werden noch was essen und trinken und dann ziehen wir weiter. Und das machen wir aber morgen. Für heute verabschiede ich mich von euch, bedanke mich fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.